Ah, das neueste Update ist so schön. Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Jetzt direkt im Anschluss von der letzten. Wir sind immer noch am Heuschwaden und Patrick hat Probleme. Berichte mal. Na jo, hallo, servus einmal. Bei euch ist der Hof einfach ziemlich so 3 Meter unterkellert unter allem. Also das Silo schwebt halbwegs in der Luft. 3 Meter. Und ja, ich kann meine Gerste nicht in mein Silo kippen. Jetzt kannst du per WhatsApp mal ein Foto davon schicken? Hab ich schon. Ah, schön. Also ja. ich blende euch das im Videoschnitt ein. Ja, und ich kann meine Gerste gerade nicht in meinen eigenen Silo kippen. Jetzt will ich nämlich eigentlich gerade probieren, ob ich es bei Jana im Silo abkippen kann. Warte, bist du bei uns gerade am Hof? Ja, warte, ich switch mal eben dahin. Zum Abladetrigger komm ich. Kommst du, okay. Der ist nicht in der Luft. Ah, das ist schön. Aber eigentlich ein Kuhstall ist unterkellert. Nee, bei mir nicht. Erste wird hier nicht angenommen. Okay. Das wird übrigens bei uns nicht mehr angezeigt. Ah, das stimmt, ja. Das war vorher einfach so. Bring den Traktor rein und probier du zum Abkippen. Ich kann abkippen. Ich geb dir mal Lohnerrechte für unser Hof. Ja, hast du? Ja, ich kann in eigenen Maschinen erstellen. Ach so. So auch immer. Also da, ich kann in eigenen Traktor rein. Patrick. So, genau, Hof. Ja, stimmt, du hast Lohnerstatus. Ja, ganz komisch. Also ich kann bei mir, willst du zum Hof mal fahren? Kann Markus bei dir abkippen? Habt ihr ja schon probiert? Na, das haben wir noch nicht probiert. Dann versuch das mal. Trotzdem da bei mir was. Weil ich kann bei uns, könnte ich jetzt reinkippen. Probieren wir es einmal. Also die Hydraulik von dem Schwader könnte ein bisschen zeitnah sein. Die braucht ganz schön lange zum Ausheben. Ja, genau. Da hat man im ersten Moment den Gedanken, man hat den Knopf gar nicht gedrückt. Ja. Oh ja, das hat sich ja, ich guck gerade das WhatsApp-Bild an von Patrick, das hat sich ja alles verschoben bei dem. Ist das bei dir auch so, wenn du dahin joinst? Nee, ich war gerade mal bei uns am Hof, passt alles. Komisch. So. Schauen wir mal, ob es nur mir liegt oder ob's. Weil so wie das aussieht, ist es bei dir so verschoben, dass du gar nicht, dass du jetzt bei dir gar nicht über den Trigger stehst von deinem Silo. So ähnlich wie wir das Problem haben mit den Steinen auf der Map. Dass der Trigger verschoben ist? Ja, dass es bei uns halt verschoben ist, ne? Aber er stand ja bei uns. Bei uns selbst auf dem Hof, auf dem Trigger, auf unserem Trigger, stand da, konnte aber nicht abkippen. Ich hätte abkippen können. Und da war jetzt bei mir der Trigger. Also da müsste es passen, da müsste jetzt. Nee, ich krieg dieselbe Meldung, Gerste wird hier nicht angenommen. Okay. Soll ich mal einen versuchen? Ja, probier mal. Also ich kann mit dir abkippen. Ernsthaft? Ja. Weiter mach. Stimmt. Ich denke mal, dass unsere Position auf der Map nicht passt. Ah, damit dürftest du ja auch nicht vernünftig ernten können. Er ist ja jetzt nicht weggefahren, er ist ja derselben Stillstäbling. Ja. Und er schreibt ja nicht, du kannst hier nicht abkippen oder so, sondern er schreibt, Gerste wird hier nicht angenommen. Das ist ja das Merkwürdige. Kannst du das denn jetzt rausnehmen? Das ist die nächste Frage. Ja, versuch mal. Ja. Das geht. Kann ich. Und wenn wir, aber abkippen kannst du jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Na, steht wieder, Gerste wird hier nicht angenommen. Ah! Das neueste Update ist so schön! Verschlimm besser. Ich hab, glaube ich, mehr Fehler aufgeworfen, wie vorher existiert haben. Weißt doch,
an jeder Schraube, die du drehst, bricht der Kopf ab. Also ich habe auch, ich muss auch dazu sagen, am Daily Surfer funktioniert das. Bei uns zumindest. Ja, ich habe halt auch noch kein Problem gehabt. Ich meine, das einzige Problem, was wir auf dem Daily Server gehabt haben, war, dass wir das Attraktor gemacht hat. Warte mal, bleib mal stehen. Da sind die Schlauch gar nicht dran. Ja, aber das dürfte damit ja nichts zu tun haben, dass Gäste nicht angenommen wird. Doch, das hat damit zu tun, hundertprozentig. Ja, aber wieso kann dann das... Hundertprozentig hat das damit zu tun. Wieso kann dann er auch kippen? Er hat weißt, auch einen Namen. Weißt du, warum du abkippen kannst? Du hast garantiert in der Spieleinstellung manuelles Ankuppeln aus. Patrick. Sammy, guck mal. Ja, jetzt geht's. Jetzt haben das wir Perpetuum Mobile. Kann natürlich sein. Wenn du bei dir eine Spieleinstellung hast, dass manuelles Ankuppeln aus ist, dann kannst du abkippen und mir nicht. Ja, ich suche gerade manuelles manuelles Ankoppeln ist bei mir an. Ja, aber du hast ja gerade abgekippt und ich schlauch mal nicht dran. Und deswegen, weil ich weiß nämlich, dass es nämlich das anzeigt, dass es nicht hier angenommen ist, wenn die Schläuche nicht dran sind. Und wie du fortgefahren bist, habe ich es gerade gesehen, dass die noch da dran dranhängen. Ich weiß, mit hundertprozentiger Sicherheit, ich habe es angehängt. Ich meine, ich habe jetzt angekippen können, ohne Probleme. Also von dem her muss das gewesen sein. Ja. Jetzt wissen wir das auch. Ja. Ja, wie gesagt, bei mir ist die Einstellung ja an. Vielleicht war das... Vielleicht gibt es da tatsächlich irgendwelche Differenzen beim Laden. Ja. Warum auch immer. Ich meine, das synchronisiert ja das Spiel eigentlich. Ja. Aber das ist jetzt nämlich auch der Fehler, was mir mit manuelles Ankuppeln auch schon angezeigt worden ist, dass es hier nicht angenommen wird. Wenn es einfach nicht geben wird, wäre es wahrscheinlich... Ja, okay, gut. Aber wieder was gelernt, ne? Ja, schön. Wahnsinnig, da liegt viel Stroh. Ich hab mir auch gerade einen Spruch verkniffen. Ich wollte, obwohl ich, es ist ja nicht schlimm, was ich sagen wollte. Ich wollte halt sagen, diese leuchtende Rundumleuchte, komisches Tagfahrlicht. Was meinst du? Naja, beim John Deere hast du ja durch diese Dauer-Rundumleuchte nach vorne. Ja, das ist komisch, ne? Das gehört auch mal gefixt, ja. Ja, ist halt ein Mod, ne? Jo. So Giants erschicken. Giants, könnt ihr mal diesen illegal gemoddeten Mod bitte fixen? Aber ich glaube, die sind da nicht so. Wenn Modder sich die Fahrzeuge aus dem Spiel holen. Ich wollte da gerade sagen, dadurch, dass Giants ja das sogar unterstützt, dass gemoddet wird, glaube ich, sind die dann nicht so, wenn ihre Mods verändert werden. Ja. Aber wissen kann man es natürlich nie. Nee, einige davon landen ja auch im Mod-Hub, die auf die Spielfahrzeuge basieren. Also von daher. Aber wie gesagt, das... Vielleicht ist es ja so, dass dieser Mod hier wurde nicht um Erlaubnis gefragt und die Mod-Hub landen wurden um Erlaubnis gefragt oder so. Man weiß ja immer nicht, was da im Hintergrund abläuft. Ja, wobei sie könnten natürlich auch so weit verändert worden sein oder so weit umgeschrieben worden sein, dass der Schutz das nicht mehr greift. Ja, das kann natürlich sein. Ich park, glaube ich, erstmal draußen die Maschinen. Wir müssen ja unsere Halle noch aufräumen, habe ich gehört. Ich glaube, ich wechsle mal den Traktor. Habe ich Lust zu. Hast du die freie Auswahl? Ja. Ich glaube, ich nehme mal den Master Ferguson. Ja, ich hatte halt drei verschiedene Mod-Ordner, wie jetzt mittlerweile auch wieder. Und halt auch nur das wirklich, was ich benutzt habe, drin gehabt. Da war ich immer derjenige, der ständig Mods
aussortiert hat. Ja, ich hab auch zu den Leuten gesagt, erst, unser Server rennt schon nicht mehr rund, woran wir zu liegen, alle beschweren sich halt. Ich hab gesagt, ja, ist eh klar, wir haben da, weiß ich nicht, 300 Mods drinnen, wie viel nutzen wir davon? Naja, na, ich will mir den schon kaufen. Wann kaufst du einen 2-Meter-Gruppe? Alter, da waren teilweise so unnötige Mods drinnen einfach. Ja. Und ich sag mal so, wenn jemand weiß, er will was kaufen in den nächsten, sag mal, 2 Tagen, ist das ja okay. Aber wenn er ganz genau weiß, das Ding wird ja irgendwie in den nächsten 2 Monaten nicht gekauft, weil man noch nicht so weit ist, dann braucht man ihn auch noch nicht raufhaben. Ja. Beziehungsweise waren dort Sachen drinnen, so uralte Maschinen, weil das unbedingt einer haben wollte, gekauft hat er sie nie irgendeine, aber hauptsächlich sie waren drinnen. Hm. Ich muss das sagen, so Rundballenpresse ist ja echt schön und gut, aber irgendwie, ja, dass wir den zwischendurch anhalten und so. Ach so, ja. Obwohl, jetzt bei den das ist natürlich praktisch. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Dadurch, dass wir hinten ja den Ballentwickler dran haben, kann ich einfach weiterfahren. Ja gut, aber also ich muss erst noch den fertig, ja. Nee, ja, ja, nicht bei Heu nicht. Aber der fängt den halt auf. Ja gut, du musst trotzdem mal kurz anhalten. Ja, das weiß ich, aber ich muss nicht so ganz, ich muss auch nicht ganz so penibel drauf aufpassen, als wenn wir den nicht haben. Ne, doch, weil er dazwischen aufhört zum Aufnehmer. Ja, meine ich ja. Aber er geht ja, er macht sich ja von allein wieder zu, weißt du, was ich meine? Ja, das ja. So, das kannst du ja automatisch machen lassen. Gibt ja die automatische Ablage. Aber ich glaube, da gibt es eine Ballepresse, die ganz kleine, die möchte das nicht. Die musst du dann ich wirklich mal noch. Echt? Ich hab die ganz kleine und ich hab das so laufen. Ah, okay. Wo kann ich das denn einstellen? Das ist. Im F1-Menü müsste es sein. Ja. Achso. Aha. Voll toll. Jetzt habe ich extra eine Tastenbelegung dafür gesucht. Ich hab da jetzt eine Tastenbelegung für gemacht, mit 3 verschiedenen Knöpfen gleichzeitig drücken auf dem Joystick. Weil ich keine Knöpfe mehr frei hab. Nee, das ist glaube ich nur Z oder so, ne? Ja. Ja, aber mein Joystick hat halt auch nicht unendlich viele. Z ist die Dings, die ab, also Ballen ablegen. Ja, wenn du das Ding auf Automatik hast. Ja. Aber wie gesagt, ich hab mir das ja auf mein Joystick jetzt gelegt, obwohl ich da keine Tasten mehr frei hatte. So, mit so einer unwürdigen Kombination von Tasten. Ich finde es eigentlich schade, dass man den Wickelprozess nicht einfach vorher abbrechen kann. Weißt du, dass du selbst sagst, oh, 95%, gib mal raus den Ballen. Ja, gut. Denk mal, da kommen sie mit der Mechanik nicht zurecht dann. Ja, weil es kommt da zumindest so sehr wie in echt, dass wenn du nichts mehr zum Pressen hast, dass du zum Schluss sagst, ja, Ballen wickeln, ja, fertig. Ja, 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 ja. Was das so? Dann hast du halt anklären am Ballen. Ja. Ja. Dass man die einmal ganz leer macht. Das müsst eigentlich genau, weil nämlich, wenn du jetzt nämlich hergehst und du einen Ball in den Misch, in den Futtermisch mache, dann löst es den erst nacheinander auf. Bei dem 19er war der auf einen Schlag weg. Und da siehst du ja quasi, also so war es zumindest vor dem Update, wie die Literzahl vom Balle abnimmt. Und da könnte man doch meinen, dass er das dann auch machen könnte mit einem halbfertigen Balle. Ne? Aber vielleicht geht es da nicht wegen Transportfahrzeuge und so. Oder sie müsste halt die Optik gleich groß machen und die Literzahl halt verringern. Ich weiß es das wäre ja nicht das Problem. Ja. Ach ja. Was kriegt's denn fürs Dreschen? Für
Wie viel Hektar hat das Feld? Ich hätte jetzt gern gesagt, was so ein Ernteauftrag bringt in der Größe, aber wir haben noch keinen. Ah doch, jetzt haben wir einen. Wie viel Hektar hat ein Feld? Warte, ich guck mal eben, das ist das Feld 46. Okay, das lässt sich jetzt ja sehr schwer vergleichen. Ich glaube, du hast ein bisschen weniger, kann das sein? Ja, wurscht, sagen wir 5000. Meinetwegen, ich glaube, das passt. Danke. Firma dankt. Jetzt bin ich ein armer Lutscher. 4.365 Euro. Ah! Markus! Wir können uns da schon der Schneidwerk leisten. Das ist ein Angebot, oder was? Ja, für 38.000. Haben wir gerade so. Den haben wir zwar nicht mal viel Spiel, aber... Oder wir können uns den Abby, den Balkenmäher, kaufen. Der ist auch im Angebot. So, aber Freunde, ich bin ja quasi fertig gleich mit dem Pressen. Wie gesagt, das Aufladen, das mache ich so ein bisschen offscreen. Ich sag mal, das muss man sich nicht unbedingt angucken. Und wenn dir das gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben. Abo für meinen Kanal, wäre fantastisch. Und ich denke mal, in der nächsten Folge sind die Jungs auch wieder dabei. Oder was sagt ihr? Jo. Ich war stark davor aus. Sicher. Ja, in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis denn und ciao. Ciao. Wollen wir es noch als Chor singen?